Ach, da war sie tot. Was hat denn die verloren? Ach, Spinnenaugen, guck an. Ja, damit können wir uns auch schöne Tränke brauen. In Zukunft wieder zumachen, damit niemand reinkommt. Und jetzt geht's weiter mit dem Gefüge. Ach, hier und Blümchen mitnehmen auf jeden Fall. Da können wir uns später nicht mal nur gelbe Wolle herstellen, sondern auch, Blümchen pflanzen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und kommen wir... Man müsste doch da oben dahin kommen, oder? Sind die verbunden in der Luft, oder? Nee, die sind nicht verbunden. Hier war gerade ein Höhlengeräusch. Und ich brauche auf jeden Fall auch Schnitzel, fällt mir ein, wenn ich hier so viele Schweine sehe. Nein, renn nicht zu dem Skelly. Hat er uns schon gesehen? Nein. Wo kommt denn der her? Wieso verbrennt der nicht? Schwein, komm mal zu uns. Ja, bleib hier, bleib. Nein, nicht zu Skelly, nicht zu Skelly, komm her. Put, 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 put. Hier, guck, put, put, ich hab Schnitzel für dich. Zack, doch nicht. So, haben wir jetzt das eingesammelt? Nein. Nein, es hat uns Skelly gesehen. Zack, 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 zack. Und wir müssen uns, wir können die Schnitzel schon mal in den Ofen hauen. So, und Level 1 sind wir mittlerweile schon. Hi, hi, hi. Wo sind sie denn? Da sind die Schnitzel. Zack, beim nächsten Mal haben wir zu essen. Wenn wiederkommt, ist das Abendbrot fertig. Ach du Scheiße, wie versuchen wir denn jetzt hier hochzukommen? Ich würde sagen, da hinten. Das sieht aus, als ob es da hinten hochgeht. Ach, guck an, hier haben wir Zuckerrohr. Ach, und hier haben wir eine schöne Treppe. Tak, 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 tak. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Höhle oder was? Hui. Erstmal Zuckerrohr einsammeln. Zack. Alles weggepflanzt, oder? Nee, Moment. Das mache ich jetzt nicht. Die zwei lasse ich mal stehen. Die können ja wieder wachsen. Da können wir sie später wieder, wenn wir vorbeikommen, wieder abpflanzen. Das ist wesentlich effizienter. So, und ich hol's mal hier eben mit dem Schwert ab. Und dann gehen wir mal hier reingucken, ob wir vier vielleicht Eisen finden oder irgendwas in der Art. Wir haben auf jeden Fall Fackeln dabei. Du, 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 du. Da, ba, ba. Ach, hallo! Kollege! Ach so, und ich werde es jetzt auch so haben. Zack! Hier keine Fackel hin. Dass ich nach Möglichkeit versuche, die Fackeln nur rechts zu setzen. Oder nur links, ist egal. Denn wenn man dann aus der Höhle rausfinden will, dann weiß man, dass der Ausgang da ist, wo die Fackeln links sind. Haha, schlau gedacht, was? So kann man es nämlich auch machen. So, ich probiere mal, ob das Prinzip sich durchsetzt, ob es funktioniert. Und hier scheinen wir auf jeden Fall eine kleine Höhle gefunden zu haben. Ach du Kacke. Kommen wir da überhaupt hin? Sollen denn dahin? Da müssen wir ja wieder hier durch die Wand. Hier kann man ja runterfallen. Das ist ja... Oh. Ich möchte gar nicht zu weit hier an den Rand gehen. Ihr wisst, was passieren kann. Braucht nur mal eben ein Skeletor vorbeikommen und schubst uns runter mit seinem scheiß Pfeil und Bogen. Da würde schon wieder das Gefluche anfangen. Und das wollen wir ja möglichst nicht. Ach nein, oder? Geht das schon wieder gut los? Wir finden Höhlen über Höhlen hier. Boah, mir ist das irgendwie zu gefährlich hier. Ich habe Angst, dass ich hier runterfallen kann. Ich mache mal hier Folgenden. So, jetzt kann hier keiner mehr runterfallen. Ein bisschen Sicherheitsvorkehrungen treffen nach dem letzten Let's Play kann nie verkehrt sein. Hey, hier liegt was drin. Ich will das haben. Okay, ich will es nicht haben. Wow. Okay, das hier ist mir auch etwas gefährlich. Halt die Gosch. Ich habe keinen Bock, irgendwo runter zu fliegen. Wow. Aber hier kommen wir durch, hier kommen wir schon auf jeden Fall durch. Und ich wollte doch die Fackeln nur rechts setzen, habe ich doch gesagt. Also, ach, ich habe gar keine Fackel ausgewählt. Jetzt, so. Nur rechts, das muss man sich auch erstmal merken. Hier haben wir Kohle auf jeden Fall. Und hier geht's wieder ins Freie. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Nicht übel.
So, so ist es doch schon besser. Die Kohle nehmen wir jetzt mal wieder mit. Ja, jetzt müssen wir wieder Kohle abbauen. Wir können jetzt nicht sagen, wie in Staffel 2, wir können auf den Kohleabbau scheißen, weil so viel haben wir noch nicht. Aber so wie ich das sehe, sollte das ja nicht das Problem sein. Man sieht ja hier schon wieder an allen Bergwänden Kohle hängen. Wie Karies am Backenzahn hängt die Kohle an den Bergwänden. So, hier können wir mal noch aufmachen, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Damit man nicht irgendeinem Skelett in die Arme rennt oder so. In der Art. So, und hier natürlich wieder rechts eine Fackel, weil das ist links. Und dann sieht man hier rechts. Nee, wir müssen wieder links. Okay. Sehr schlau, sehr schlau. So. Ja, ob das sehr schlau ist, stellt sich ja im Prinzip noch raus. Möchte ich jetzt noch gar nicht mal so sagen. So. Spitzhacke. Schaufel. Und Spitzhacke. Und dann können wir uns hier drüben wieder runterbahnen. Ja, halt doch deine Baba. Ja, ist schon klar. Hätte ich auch gesagt, wenn ich du wäre. Können wir uns hier runterbauen? Ja. Hier können wir uns runterbauen. Dann fangen wir doch mal hier an. Zack. Und zack. Ja, ich lasse diesen einen, damit ich nicht runterfallen kann. So. Nur Safety. Safety, Safety. Safety's first. Das ist ab jetzt mein Motto. Ich hab Schiss. Wow. Und killen wir jetzt unseren ersten Zombie? Ne, wir haben ja schon einen gekillt, glaube ich, in unserem Bunker. Aber das war ja eher das Feuer, nicht wir. Komm her. Komm her. Hier war doch auch noch einer. Jawohl. Aha. Und tschüss. Flieg mal schön runter. So. Hier würde ich noch rechts eine Fackel hinmachen. Da auch. Ach du Kacke, geht das schon wieder gut los hier. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht denen ja ernst sein, oder? Schade, dass es hier keine Granaten gibt. Was? Halt doch's Maul. Boah, bin ich erschrocken. Von hinten kann nichts kommen, nee. Aber von der Seite kann was kommen, das ist schlecht. Moment, ich setze jetzt einfach mal hier Fackeln wild hin. Na, okay, da geht's nicht. Ah, die kommen immer noch. Scheiße, wir müssen die erstmal killen. So. Und hoffen, dass jetzt keine weiteren kommen, dass wir schnell wieder Fackeln setzen können. Nicht mit der Treppe. So, so, ausleuchten, ausleuchten, nix wie ausleuchten. Jetzt sollte hier keiner mehr kommen. Puh. Und hier noch rechts. Und rechts eine Fackel hin. Rechts. So, sehr schön. Puh, ja, ist das schön. Können wir die hier wieder wegnehmen. Das hier können wir mal gerne umleuchtet lassen. Nein! Nein, hör mir doch auf! Hör mir auf, wo kommst du jetzt her? Hör mir doch auf, wo kommt denn der jetzt her? Das gibt's doch nicht! Ist es hier schon wieder so dunkel oder was? Das kann doch nicht sein jetzt. Oh. Wo kommt der jetzt her? Gibt's hier irgendwo noch Geheimgänge, von denen ich wissen sollte? Nee, hier kann doch nichts. Da kann doch nichts kommen. Das gibt's doch nicht. Ich mach mal hier diesen noch weg, dass man hier nicht runterfallen kann. So haben wir immer eine kleine Barrikade. Man muss das Ganze kindersicher machen. Und was Spielen angeht, bin ich da wohl noch größtenteils ein Kind. Zumindest stelle ich mich so an. So, zack. Ja, ich hoffe, jetzt kommt nichts da. Ja, das war wahrscheinlich wieder einen kleinen Tick zu dunkel, als wir die Fackeln weggenommen haben. Und dann
Aber hier knurrt doch so viel. Wo kommen denn die her? Ist das der Zombie-Spawner? Das kann doch nicht sein. Oder gibt's hier noch mehr? Spawner irgendwie? So, ich mach mal so hier. Jetzt kann es wirklich nicht mehr zu dunkel sein. An die Wand noch ein. Und hier reicht der einer, da können wir den wegnehmen. So. Ach, was haben wir denn hier drin? Schweinesattel, juhu. Schießpulver, okay. Brot ist auch nicht schlecht. Wir können bald wieder was zu spachteln gebrauchen. Warum habe ich die ganzen Treppen hier drin? Hicks. Zuckerrohr brauche ich auch nicht unbedingt. Ah, das Brot. Halt, jetzt habe ich was übersehen. Hier, Redstone fehlt ja noch. Und die Spinnenseide. Ach halt, die können wir ja vereinen. Vereint euch! Können die Schweinesattel auch vereinen? Nee. Die sind nicht stackable, das ist scheiße. Das kann man noch ändern. Schweinesattel sollten auch stackable sein. So, und wenn wir einmal hier sind, würde ich sagen, Moosstein können wir gleich mal mitnehmen. Aber ich glaube, wir kommen dann nicht so schnell hier wieder zurück, weil die Höhle ist ja da hinten schon zu Ende. Und nicht, dass wir den Moosstein vergessen. Completo. Deshalb nehme ich den gleich mit. Zack, 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 zack. Tommy, hier kommt der Genuss. Aber ich glaube, das war nicht die einzige Höhle hier. So, die Steine mit den Fackeln muss ich jetzt aufpassen. Da muss ich neue Fackeln setzen. Nein, Spitzhacke kaputt. Nein, wir haben keine mehr. Kacke. Wieso singt da jemand in dem Hintergrund Musik? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das ist ja wieder sowas ähnliches wie Jazz, oder? Wir können uns auf jeden Fall eine Werkbank machen. Dum, dum. Ach ja, natürlich. Was wollte ich jetzt? Eine Spitzhacke. Mann, bin ich vergesslich. Wir wollten eine Spitzhacke. Oh ja, die Spitzhacke. So, und die Stick hieß auch. Zack. Hier, Moosstein, Moosstein. Alles darf nicht los sein. Außer wir. So, zack, zack. Zack, 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 zack. Da ist keiner mehr. Oh, hier sind noch zwei. Oh, drei. Ihr könnt euch nicht mir entziehen. So, und da haben wir noch zwei, wo die Fackeln drauf sind. Müssen wir die Fackeln umdisponieren. Das hört sich sehr nach Zombie an hier überall. Muss ich mal so sagen. Ja, dann machen wir mal den weg. So. Setzen da zuerst wieder die Fackel, bevor wir die wegmachen. Und dann das gleiche auch mal hier. Ja, ja, wenn ein Burning. Zack, und da noch eins weg. Und da auch noch. So, und natürlich zu guter Letzt den auch noch. So, der Monster-Spawner kann ihn mal in der Luft schweben. Und wir hatten hier hinten noch Kohle. Nicht vergessen. Zumindest noch nicht am Anfang. Ach nee, da sind wir schon wieder Level 3. Das geht ja ratzfatz hier. So, und ich nehme an, ich hoffe auch, wie findet ihr das Let's Play bis jetzt eigentlich? Findet ihr es unterhaltsamer wie die letzte Staffel? Findet ihr die Welt schöner? Vor allem das möchte ich wissen. Ob ihr die Welt schöner findet? Ja. Ob sich einfach das gelohnt hat, was wir so gemacht haben. Also die Welt geändert, die neue Staffel begonnen. Und vielleicht finden wir auch wieder ein Dörflein mit Bewohnern. Aber es ist doch immer noch am schönsten, wenn man sich selbst ein Heim baut. So. Wo geht's jetzt eigentlich? Oh, da unten ist ein Enderman. Ich würde sagen, wir können uns auch mal hier runtergraben, oder? Oder?